Late that night, ja, spät nachts, I was called from this small cellar to a cellar immediately across the street from the big church. Wurde ich von dem kleinen Keller in einen Keller, der direkt gegenüber der Kirche gelegen war, gerufen. War das in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember? It was. Ja. And what happened when you were taken to that place? Und was ist geschehen, wie zu diese, an diese Stelle gebracht wurden? Colonel Piper questioned me for tactical information, and when I gave none, sent me away. Standartenführer Piper hat Fragen an mich gestellt bezüglich der taktischen Lage, und nachdem ich keine Auskunft gegeben hat, hat mich weggeschickt. Haben Sie und Standartenführer Piper zu dieser Zeit irgendetwas besprochen? We talked until 5 o'clock the next morning. Wir haben bis 5 Uhr den nächsten Morgen gesprochen. Können Sie sagen, worüber Sie gesprochen haben? Conversation covered general subjects, politics. Wir sprachen über allgemeine Dinge, Politik. Why Germany was fighting the war. Warum Deutschland Krieg führte. Politics. Why Germany was fighting the war. Politik, warum Deutschland Krieg führte und so weiter. Holmick Cowan sagte, ich habe in Oberst Piper einen untadeligen Offizier und in den von ihm geführten Soldaten anständige, tapfere und aufrechte Männer kennengelernt, denen ich die vorsätzliche Ausführung der ihnen zur Last gelegten Handlungen nicht zutraue. Ich selbst habe während meiner Gefangenschaft bei Piper keine Vergehen gegen das Kriegsrecht feststellen können und wurde auch persönlich einwandfrei behandelt. Als die Verteidigung den Hauptvernehmungsoffizier Pearl nach den Umständen der erpressten Geständnisse befragt, schimmert ansatzweise die Wahrheit über die Verhörmethoden von Schwäbisch Hall auf. I have been chief interrogator on the Malmedy case. You speak, ich war der Hauptvernehmungsoffizier im Malmedy-Fall. Pearl war der meistgefürchtete Vernehmungsoffizier in Schwäbisch Hall. Ihm wird eine Kapuze gezeigt. Diese Kapuzen waren oft noch vom Vorgänger her blutverkrustet, wenn sie den Angeklagten über den Kopf gestülpt wurden. Wollen Sie dem Gericht sagen, was es ist? It is a hood similar to those which were used for bringing suspects to the interrogation rooms and bringing them back again to their cells. Es ist eine Kapuze, die ähnlich zu diesen ist, die verwendet wurden, um Verdächtigte zu den Vernehmungszimmern zu führen und zu ihren Zellen zurückzuführen. Once mentioned to me that being brought to an interrogation room, he was kicked by somebody he could not identify. Dietrich hat mir einmal gesagt, dass während er zu einem Vernehmungszimmer geführt wurde, er von jemandem, den er nicht identifizieren konnte, getreten worden war. Die Anklage lässt die Verhöroffiziere als Zeugen auftreten, ihre Aussagen unter Eid abgelegt gelten. Auch Harry Thon, im Umgang mit den Gefangenen nicht weniger brutal als Pearl, leugnet jede Form von Folter. Haben Sie von diesem Vorfall je gehört, bevor Piper über diesen Fall hier ausgesagt hat? No, I never did hear such a thing. Nein, ich habe nie etwas davon gehört. Did you ever threaten to hang Chris? Haben Sie jemals Chris bedroht, dass aufgehängt wird? No, sir. Haben Sie jemals den Angeklagten Thomas ins Gesicht oder in den Magen gestoßen? No, sir. Nein. Did you ever strike him in any part of his body? Haben Sie ihn jemals in irgendeinem Körperteil geschlagen? I never touched him, sir. Ich habe ihn niemals berührt. Did anyone ever touch him in your presence? Hat irgendjemand ihn in Ihrer Gegenwart jemals berührt? No, sir. Did you ever examine the inside of the hoods that were used on the accused when they were moved to Schwäbisch Hall? Haben Sie die Innenseite der Kapuze, die verwendet wurden, um die Gefangenen in Schwäbisch Hall von einer Stelle zur anderen zu bringen, untersucht? I did not exactly examine them, but I always saw them. Ich habe sie nicht gerade untersucht, aber ich habe sie immer gesehen. Did you ever notice any blood in any of them? Haben Sie jemals Blut in irgendeinem gesehen? I never saw such a one, sir. Verhöroffizier Shoemaker, einer der brutalsten Vernehmer in Schwäbisch Hall, berichtet dann über das Geständnis des Angeklagten Marcel Bolz. I remember that Mr. Thon and I went into the interrogation to which Bolz had been brought. In less than 10 minutes, Bolz told us about the shooting of the 8 prisoners at Bullingen. In weniger als 10 Minuten hat uns Bolz über die Erschießung der 8 Gefangenen in Bullingen erzählt. And about the fact that he fired his machine gun from his SPW into those prisoners who were still alive in the field at the crossroads.
Bolz, der in Schwäbisch Hall unter den Qualen der Folter gestanden hatte, mit einem Maschinengewehr in die Gruppe der Gefangenen an der Straßenkreuzung geschossen zu haben, wird als französischer Staatsbürger später an die Franzosen ausgeliefert. Sie lassen ihn sofort frei, wegen Mangels an Beweisen. Joseph Harlow war als 19-Jähriger als Protokollführer beim Dachauer Prozess eingesetzt. Er kannte Thon, einen der schlimmsten Folterknechte in Schwäbisch Hall. Thon war ein Verhöroffizier beim Fall Malmedy. Ich war in der gleichen Abteilung tätig. Einmal kam er abends in mein Zimmer. Ich schlief schon. Aber er holte mich heraus und befahl mir, mitzukommen, um ihm zu helfen. In Wirklichkeit wollte er nur jemanden haben, mit dem er reden konnte. Er erzählte mir von den Verhörmethoden im Fall Malmedy und gab zu, sie alle selbst schon angewandt zu haben. Den Gefangenen waren Kapuzen übergezogen worden, damit sie nichts sehen konnten, und dann wurden sie zusammengeschlagen. Die Methoden, derer sie sich bedienten, bestanden aus Tritten. Und die Menge, die um die Gefangenen herumstand, schlug permanent auf sie ein. Es war die Regel, dass Leute lange Zeit in Dunkelheit und Einzelhaft gehalten wurden, immer in Angst, was als nächstes mit ihnen passieren würde. Vielen Gefangenen sagten sie, sie seien zum Tode verurteilt. Vor der Exekution könnten sie aber noch einmal einen Priester sehen, um zu beichten. In Wahrheit war es aber gar kein Priester, sondern ein als Priester verkleideter Armeeangehöriger. Ich fragte Thon, ob er so etwas auch getan habe. Er sagte, natürlich habe ich so etwas getan. Ich habe alles getan, um an ein Geständnis zu kommen. He said, of course I've done it. He said, I would have done anything to obtain a confession. Die Beweisführung der Anklage wird immer schwieriger, als ein Angeklagter nach dem anderen sein in Schwäbisch Hall unter Druck unterschriebenes Geständnis widerruft. In Ihrer Erklärung, die als Beweismaterial vorgeführt wurde, P25, haben Sie das Folgende ausgesagt. Der Widerstand des Feindes ist, wenn es notwendig ist, durch Terror zu brechen. Und der weitere Befehl bestand, wenn die Lage es notwendig macht, müssen Kriegsgefangene erschossen werden. Stimmt diese Aussage? Nein. Hat er gesagt, dass Kriegsgefangene zu erschießen seien? Nein. No. In your statement, which has been read in court, prosecution's exhibit P51, you say that these seven or eight prisoners were lined up near the house. In Ihrer Erklärung P51, die hier als Überführungsbild eingereicht ist, sagen Sie, dass diese sieben oder acht Amerikaner in diesem Haus hingestellt wurden. And you shot at the man standing directly in front of you. Und sie hätten auf den Mann, der direkt vor ihnen stand, geschossen. But you purposely aimed to his left and tried to miss him. Aber dass sie an seiner linken Seite vorbeigezogen. And because you never had said anything about shooting to the left of that man, you and I had quite an argument about it, and I interrogated you further on that point, did I not? Und weil sie niemals vorher etwas darüber gesagt hatten, dass sie links an dem Mann vorbeigeschossen hätten, hatten Sie und ich ein Argument darüber, und ich habe Sie weiterhin darauf vernommen, was mit dem Mann geschehen wäre. Well, did you miss him? Haben Sie daneben geschossen? Ich habe überhaupt nicht geschossen. Die zentrale Person auf der Anklagebank war Standartenführer Piper. In der Hoffnung, seine Männer vor der Hinrichtung retten zu können und in der Gewissheit, dass er selbst ohnehin verloren sei, hatte er in Schwäbisch Hall alle Schuld auf sich genommen. Nun, in der Öffentlichkeit des Gerichtssaals, widerruft auch er sein unter der Folter erpresstes Geständnis. Dann schildert Piper, was sich an der Kreuzung zugetragen hatte, und wendet sich gegen die Behauptung, seine Leute hätten belgische Zivilisten erschossen. In Wahrheit habe man auf Partisanen, die das Feuer eröffnet hatten, zurückgeschossen. Wieso wissen Sie, dass das Zivilisten und nicht amerikanische Soldaten waren? Ich habe auf dem Gebiet eine reiche Erfahrung. I've had some rich experience in this field. Und einen geschärften Blick. And a sharpened eyesight. Well, how close were you to these people that were firing from the window? Wie weit waren Sie von diesen Leuten, die aus den Fenstern geschossen haben, entfernt?
Ich bin direkt unterhalb dieser Häuser vorbeigefahren. I was driving right past these houses underneath the windows. Habe mehrmals meinen Kopf herunternehmen müssen. I had to get my head down several times. Und habe diese Leute schießen sehen. And I saw these people shoot. Did you see the people? Haben Sie die Leute gesehen? Jawohl. Yes. How were they dressed? Wie waren die angezogen? Es waren Leute, die man nur kurz sehen konnte. Sie trugen meistens eine Zivilkopfbedeckung und einen Zivilrock. Einzelheiten kann ich selbstverständlich nicht angeben. In jenem Dorf Büllingen erschossen Waffen-SS-Soldaten angeblich auch eine 80-jährige Frau und mehrere Babys. But of course I can't give any details. Did you see any 80-year-old women firing at you from the windows there in Büllingen? Haben Sie aus den Fenstern gesehen, wie irgendwelche 80-jährige alte Frauen aus den Fenstern geschossen haben? Ich habe in diesen kurzen Augenblicken keine Zeit gehabt, das Alter der Schützen zu bestimmen. In those short moments I had no occasion to determine the age of the persons firing. Well, did you see any one-year-old babies firing at you from the windows in Büllingen? Haben Sie irgendwelche einjährige alte Babys gesehen, die aus den Fenstern in Büllingen geschossen haben? Nein, ich habe auch selbst in Russland keine einjährigen Babys gesehen, die geschossen haben. No, not even in Russia did I see any one-year-old babies firing. Well, you testified yesterday under oath it was between 9 and 9:30, though, didn't you? Ich habe gestern unter Eid ausgesagt, dass es zwischen 9 und halb 10 gewesen ist. Ich habe gestern nicht unter Eid ausgesagt. I did not testify under oath yesterday. Oh, I beg your pardon. Piper berichtet über seine Gefangenschaft. In a cellar, which was nearly completely dark. Welche auch keine Lichtanlage besaß. And there were no facilities through which the light could enter the room. Ich konnte mich innerhalb von 4 Wochen lediglich einmal waschen. And in the course of 4 weeks, I could wash myself only once. Piper beschreibt dann die zermürbenden Monate in Schwäbisch Hall. Ich habe dann ein halbes Jahr lang keine körperliche Bewegung gehabt. For 1.5 years I did not have any physical movement at all. Und bin am Tage, bevor ich von Schwäbisch Hall wegkam, geschlagen worden. And the day before I left Schwäbisch Hall I was beaten. By whom? Von wem? Das ließ ich nicht eindeutig feststellen, da ich eine Kapuze auf dem Kopf hatte.